Heute Abend bei uns ist der international renommierte Traumaforscher, Orientkenner und Islamforscher Professor Jan Ilhan Kisilhan. Wir sprechen über das unvorstellbare Leid, das jesidische Frauen unter dem IS-Terror erleiden, reden aber auch darüber, wie aus Kindern Soldaten gemacht werden und woher dieser gnadenlose Hass auf ungläubige Nichtmuslime kommt. Jetzt auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgart. Ja, unser Gast heute Abend live auf dem roten Sofa kann Ihnen einen Einblick verschaffen, wieso Islamisten zu Terroristen werden, welches Leid Ungläubige erfahren müssen. Professor Jan Ilhan Kisilhan heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Kurzes Porträt, auch etwas über Ihre Arbeit, jetzt erstmal von der Kollegin Christine Donau. Wenn sich jemand mit verletzten Seelen auskennt, dann er, Professor Jan Kisilhan. Der Psychologe behandelt seit 20 Jahren kriegstraumatisierte Menschen. Und jedes Schicksal ist so schwerwiegend, dass man danach geht, noch schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. Der Terror im Nahen Osten treibt ihn besonders um. Regelmäßig reist er in den Nordirak. Mehr als 1000 vom IS gequälte Frauen und Kinder holt er nach Deutschland. Vertrauen zu geben, seine Mission. Hier haben sie Sicherheit, hier haben sie Schutz und hier sind sie willkommen. Er beschäftigt sich aber nicht nur mit den Opfern des Terrors, sondern auch mit den Tätern. Wie ticken die Schlechter des IS? Die Logik der Massenmörder, Professor Kisilhan, ist ihr auf den Grund gegangen. Tja, diese Schlechter, das ist so ein schnelles Wort, was man so in den Mund nimmt. Aber es ist tatsächlich, es klingt unglaublich, aber wie ist es Ihnen gelungen, mit Kämpfern des IS zu sprechen? Wir haben im Rahmen des Sonderkontingents der Landesregierung Baden-Württemberg 1100 Frauen im Irak besucht, gefunden und nach mehreren Kriterien sie dann nach Deutschland geholt. Alle 1100 Personen waren in den Händen der IS, haben schlimme Dinge erlebt, wie Vergewaltigung, wie Folter, Massenexekutionen, dass sie ihre eigenen Familienmitglieder ansehen mussten, wie sie hingerichtet worden sind. Die Jüngsten, die ich untersucht habe, waren achtjährige Mädchen, die genau das erlebt haben, was andere. Und in diesem Zusammenhang war ich über ein Jahr für die Landesregierung im Irak und immer auch die Menschen dort untersucht und habe so auch die Möglichkeit bekommen, im Nordirak mit IS-Kämpfern, die in Gefangenschaft geraten waren, während Kämpfen zu sehen und zu sprechen. Wieso haben die sich Ihnen gegenüber geöffnet? Sie sehen das eher für sich als eine Möglichkeit, eine Mission, sogar mich zu überzeugen, Sie zu überzeugen. Und Sie, weil Sie tatsächlich von dieser Idee, das, was Sie machen, eine Idee des totalitären Vorstellungen eines neuen Islames und glauben, dass Sie die ganze Welt bekehren müssen, haben eher so für sich das als eine Plattform und eine Möglichkeit gesehen, mit mir zu sprechen. Ich war natürlich als Psychologe daran interessiert, wie es möglich ist, dass einfache Menschen erstmal tatsächlich zu Massenmördern werden. Ja, vielleicht können Sie uns das erklären. Was haben die Ihnen erzählt? Was für eine Motivation steckt in diesen Menschen, für den IS zu kämpfen? Sie müssen sich vorstellen, es sind Menschen mehrheitlich, die nicht irgendwelche psychopathologische Züge haben. Das wäre das, wo wir uns alle erleichtert fühlen würden, wenn wir sagen, der hat irgendeine Schizophrenie oder der ist einfach ein Schizopath. Weil dann würden wir sagen, das sind kranke Menschen. Die kranke Menschen haben irgendwas, wo sie keine Kontrolle haben. Die Realität im Nahen und Mittleren Osten, aber auch historisch gesehen, ist tatsächlich, dass Menschen schon immer Gewalt angewendet haben, wenn die Räume dafür da sind und die Möglichkeiten da sind. Warum? Menschen können töten und Menschen töten. Das ist die Realität, mit der wir uns nicht so gerne auseinandersetzen, vor allem nicht in Europa. Die letzten 70 Jahre ging es uns relativ gut. Wir haben das Glück gehabt, dass wir keine Gewalt erlebt haben in dem Maßen. Aber wenn wir den Zweiten Weltkrieg zurückgehen, haben wir auch eine Form von unkontrollierten Gewalt. Wir sind Zeugen in Bosnien geworden, wo Menschen unglaubliches Leid erfahren haben. In Ruanda ist das gar nicht allzu lange, dass innerhalb von 3 Monaten 800.000 Menschen sich gegenseitig umgebracht haben. Das heißt, dieses Potenzial an Gewalt ist da. Es wird noch gekoppelt mit Ideen, mit Glauben, mit Religion
und mit Kultur. Und wenn eine solche arabische Gesellschaft im Irak und Syrien glaubt, dass sie gedemütigt werden, dass sie gekränkt worden sind, dass sie ungerecht auch von der westlichen Welt behandelt werden, sind junge Leute verführbar für solche Gewalt. Ja. Und ein solches Potenzial, in dem 40.000, 50.000 IS-Kämpfer mit einer riesen Unterstützung von Millionen von Sympathisanten in der Lage sind, ein Gebiet Irak und Syrien zu besetzen, in dem 10 Millionen Menschen dort über fast 2 Jahre jetzt gelebt haben, stellt natürlich die Frage, erstens, wie kann es sein, dass sie so viele Unterstützer haben und wie kann es sein, dass wir in diesem Jahrhundert eine so unkontrollierte Gewalt haben, dass sogar sie keine Angst davor haben, Kinder zu köpfen. Das heißt also, in diesem Fall sind Menschen fühlen sich total unterdrückt und es bricht aus ihnen aus und sie sind quasi verpflichtet, Gewalt anzuwenden, ja, um halt ihre Idee durchzusetzen. Sie sind überzeugt, dass die Personen, die nicht zu ihrer Gruppe gehören, in diesem Fall bei der IS-Kämpfern, sie gehen von einem sunnitischen Islam aus, sie haben einen Kalifen, al-Baghdadi, und glauben, dass sie das Recht für sich erworben haben. Alle Personen, die das nicht folgen und nicht gehen, haben nur das Recht, getötet zu werden oder Sklaven zu werden. In dem Fall der Jesiden werden sie, wie Sie einleitend sagen, als Ungläubige deklariert. Ja. Das sind Menschen, die keinen Glauben haben, sind Heiden und insofern dürfen sie bekehrt werden, also konvertiert werden. Aber wenn sie eben nicht konvertiert werden, können sie getötet werden. Sie haben auch mit Menschen gesprochen, IS-Kämpfern gesprochen, die als Henker tätig waren. Wir alle haben ja noch diese schrecklichen Bilder im Kopf mit Messern, wurden da, ich sag's ganz offen, Köpfe abgeschnitten bei lebendigem Leibe. Welche Brutalität steckt in diesen Menschen? Sie müssen sich vorstellen, Sie haben vorhin in der Matze einen kleinen Jungen gezeigt, der 9 Jahre alt ist und der musste zum Beispiel mit ansehen, theoretisch, wie Menschen geköpft werden. Er musste aber auch live mit ansehen, wie ihm gezeigt wurde, Menschen getötet worden. In dem Fall des Henkers war es so, er hat Kinder gehabt. So wie viele, die Familienväter sind, hat er sich Sorgen um seine Kinder gemacht. Er hat eine Frau gehabt, ist aber jeden Morgen auf dem Markt auf dem Raqqa-Marktplatz gegangen und hat Menschen geköpft. Ich habe natürlich als Psychologe, war ich eher in der Frage beschäftigt, wie kann ein Mensch sich überwinden, sowas zu tun? Also menschlich, emotional für ihn. Er sagte, das war nicht sein Problem. Sein Problem war, er hatte eher Sorgen, dass er nicht mit einem Schnitt den Kopf dieses Menschen abhaken kann, weil so viele Zuschauer da waren. Also er war eher mit seiner Technik, mit seiner Methode beschäftigt, als dass er sich wirklich eine Empathie empfindet. Und das ist das, was passiert. Nämlich auch, dass wenn Menschen totalitäre Ideen haben, fanatische Ideen haben, dass sie ihren Menschen gegenüber nicht mehr als Menschen sehen. Wir sehen das als ein Prozess der Entmenschlichung. Mhm. Der Mensch gegenüber ist für sie kein Mensch. Wenn sie so Kinder köpfen, auch er hat selber 4 jesidische Frauen gehabt, die er jeden Tag vergewaltigt hat. Für ihn waren das Objekte, es waren keine Menschen. Das heißt, jede Art von Kultur und Religion, wenn sie fanatisch ausgelebt wird, verkennt und verliert die Empathie für andere Menschen. Besonders Kindersoldaten, schreiben Sie auch in Ihrem Buch Die Psychologie des IS, Kindersoldaten sind für den IS sehr wertvoll. Sie haben sich auch mit Jungen getroffen. Wir haben auch mal entsprechende Bilder dazu. Was macht die Kindersoldaten so wertvoll für den IS? Sie sind jung. Man kann schnell eine Gehirnwäsche mit ihnen durchführen. Sie sind schneller überzeugbar. Was wird denen versprochen? Ja. Sie sagen, nein, die Kinder kriegen erstmal Angst. Das heißt, die Kinder werden erstmal geschlagen, sie werden geprügelt. Ihnen wird die Persönlichkeit, mit der sie kommen, durch ihre Mutter, durch ihren Vater, durch ihre Kultur, wird ihnen ihre Persönlichkeit, ihre Werte weggenommen. Ersetzt durch die Ideologie des IS und durch des Terrors. Die Kinder sind schneller überzeugbar. Auch weil sie Angst haben. So lernen zum Beispiel die Kinder, andere Kinder zu schlagen. Die anderen Kinder schlagen sie. Sie werden gefügig gemacht. Und sie entstehen eine Verbindung zu dem IS-Kommandeur, der als Ersatzvater dann für sie gilt. Er ist der Vorbild. Er ist stark. Er hat keine Angst. Auch keine Angst vor dem Töten. Dann findet ein Selektionsprozess bei der IS statt. Sie schauen sich Kinder mit einer bestimmten Persönlichkeit, die sind nicht in der Lage, Selbstmordattentäter zu werden. Einige ja.
die Selbstmordattentäter werden können aus ihrer Persönlichkeit, werden nochmal getrennt geschult und werden in die Felder oder in die Städte oder auf die Marktplätze geschickt, um sich selbst in die Luft zu sprengen und andere zu töten. Dann haben wir eine Gruppe von Jugendlichen, die werden als Milizen, als Agenten, als Spitzel eingesetzt in Mosul, in Raqqa, in den verschiedenen Städten, sollen sie gucken, wer gegen die IS ist, und sie müssen die Namen aufschreiben, damit die IS sie gefangen nimmt. Andere sind Diener und andere sind die, als an der Front kämpfen. Wir haben auch eine größere Zahl von sexuellen Missbrauch auch gegen jugendliche Jungs durch die IS-Kämpfer. Sie haben es eben schon angedeutet, diese, ich sag mal, Befreiung von über 1000 Frauen, jesidischen Frauen, da wollen wir gleich noch mal ein bisschen intensiver drüber sprechen. Vorher zeigt Ihnen zu Hause Shugaka Silov noch einen Film. Sie hat sich mit Düzen Tekkal getroffen und berichtet jetzt von ihrem Kampf für verfolgte jesidische Frauen. Düzen Tekkal ist Journalistin, geboren und aufgewachsen in Niedersachsen. Als Kind von sogenannten Gastarbeitern, die in den 60er Jahren nach Deutschland eingewandert sind. Meine Kindheit in Hannover-Linden war unbeschwert. Das war geprägt von Multikulti. Es war mit vielen Geschwistern, mit vielen Freunden, frei. Ich ging gerne zur Schule. Es war toll, eine tolle Kindheit hatte ich. Ihre Eltern sind jesidische Kurden. Sie gehören einer uralten Glaubensgemeinschaft an, die seit Jahrtausenden immer wieder verfolgt wurde. 2014 will Düzen Tekkal mit ihrem Vater zu den Jesiden, ihren Wurzeln, in den Irak reisen. Da fällt dort der Islamische Staat ein. Da habe ich die ersten Anrufe bekommen, und das waren Hilferufe, das waren Heulkrämpfe von Menschen, die eingekesselt waren zu der Zeit in Shingal. Der Islamische Staat massakriert im Irak Jesiden, die nicht zum Islam konvertieren wollen. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht. Düzen Tekkal fährt jetzt erst recht in den Irak als Kriegsberichterstatterin. Ich habe mit Menschen gesprochen, die gebrochen waren. Ich habe mit kleinen Kindern gesprochen, die Vollwaisen geworden sind. Ich habe mit Müttern gesprochen, die ihre Kinder zurücklassen mussten. Ich habe mit Müttern gesprochen, deren Kinder vergewaltigt und verkauft worden sind. Diese Reise hat mein ganzes Leben und meine Sicht auf das Leben verändert. Sie will die Welt wachrütteln und dokumentiert den Genozid an ihrem Volk in einem Film. Besonders das Schicksal der Frauen, die vom IS versklavt wurden, lässt sie nicht mehr los. Wie das von Nadja Murat. Wollen wir lieber reingehen? Ein dicker, ungepflegter Mann hat mir in die Augen gesehen und gesagt, dieses Mädchen muss es sein. Ich wollte lieber sterben, als mitzugehen. Nadja Murat konnte später entkommen. Zusammen mit 1000 Jesidinnen durfte sie nach Deutschland reisen, um hier psychologisch betreut zu werden. Im September 2016 wurde sie mit einer bewegenden Rede vor den Vereinten Nationen weltweit berühmt. Sie wollen Zeugnis ablegen, auch für die toten Stimmen und für das, was ihnen an Ungerechtigkeit und Verbrechen widerfahren ist, und begreifen ihr Überleben auch dahingehend, dass sie diese Stimme erheben müssen. Und dabei wollen wir diesen Frauen helfen. Düzen Tekkal hat auch Nadja Murat unterstützt. Zusammen mit ihren Schwestern gründete sie eine Hilfsorganisation für die Jesiden. Meine Schwester und ich haben dann angefangen, ganz klein angefangen zu arbeiten mit unseren iPads, und da standen wir da quasi noch mehr oder minder allein. Und mittlerweile eben haben wir es geschafft, da uns ein kleines Frauenteam zusammenzustellen mit vielen Unterstützern und vielen Freunden, die uns dabei helfen, diese Aufmerksamkeit in die Welt zu tragen. Düzen Tekkal und ihre Schwestern haben noch viel vor. Sie wollen die Täter vor Gericht sehen. Und obwohl die IS-Hochburg Mosul gerade gefallen ist, gibt es im Irak noch immer versklavte Jesidinnen. Aktuell sind noch über 3000 Frauen in Gefangenschaft. Die IS-Kämpfer haben sie bewusst mitgenommen als Schutzschilder, als Faustpfand, und haben sich von Mosul auf den Weg nach Raqqa gemacht. Die 4000-jährige Geschichte der Jesiden ist geprägt von Verfolgung und Gewalt. Düzen Tekkal will weiter dafür kämpfen, dass das ein Ende hat. Ja, um das vielleicht ein bisschen einzuordnen, Professor Kisilhan, was sind die Jesiden für eine Religionsgruppe?
Die Jesiden gehören zu einer der ältesten Religionen im Nahen Mittleren Osten. Sie berufen sich auf die Ursprünge des Mithraismus. Das ist dieser Sonnenkult. Die kennen schon die Römer, die die römischen Soldaten vor 2000 Jahren mit nach Rom sogar gebracht haben. Sie glauben an Gott. Sie haben ähnlich wie die abrahamitischen Religionen 7 Engel. Die Bedeutung ist bei ihnen der Engel V, Tau Simelek wird er bezeichnet, der die aktive Rolle über die Menschen hat. Sie sind von Geburt aus Jesiden, das heißt, sie missionieren nicht. Man kann nur durch Geburt Jeside werden. Und sie haben ein Kastensystem, das vor etwa 800 Jahren entwickelt worden ist, mit sogenannten Sheikhs, Peers, also Priesters und der Laien. Es ist eine sehr friedvolle Religion, die bis heute de facto keine Gewalt angewendet hat, aber im Gegenteil sehr viel Gewalt erlebt hat. Das heißt, wir sprechen von 74 Genoziden, wenn man die IS-Genozid mitberechnet. Völkermorde in diesem Fall, das einfach zu sagen. Ja. Die Jesiden leben im kurdischen Teil der Türkei, in Syrien, im Irak. Und welchen Stellenwert haben Jesiden für IS-Kämpfer, gerade auch jesidische Frauen? Ja. Die IS sagt, dass die Jesiden keine Buchreligion haben, damit auch keinen Glauben haben. Sie sind Ungläubige. Weil sie keine Bibel oder Koran haben? Obwohl sie das wissenschaftlich haben. Sie haben die Bücher der Offenbarung, ein schwarzes Buch als Religionsbuch, was von ihnen genannt wird. Aber tatsächlich sind die Jesiden in den letzten 800 Jahren immer verfolgt worden. Das heißt, wir können in Archiven sehen, dass etwa 1,8 Millionen Jesiden in den letzten 800 Jahren zwangskonvertiert worden sind, weil sie keine Muslime waren. Sie sind gegen ihren Willen zu Muslimen gemacht worden und etwa 1,2 Millionen sind ermordet worden in den letzten 800 Jahren. Das heißt, die Vorgeneration der Jesiden waren auch genau von dem Gleichen betroffen, was die IS hat. Der letzte Angriff war 1918 durch das Osmanische Reich, genau in dem Gebiet Sinjar, in dem heute die IS gebütet. Also für sie ist das nicht etwas Unbekanntes. Und insofern waren die Jesiden und die Jugendlichen auch nicht wirklich überrascht. Als ich viele Jungen gesprochen habe nach diesem IS 2014, sie sagten, Ferman ist ausgebrochen. Das ist der Begriff für sie, Ferman, wie Völkermord oder Holocaust, identisch. Und sie haben sich erinnert, dass ihre Vorfahren ihnen viele schlimme Geschichten erzählt haben, was sie erlebt haben. Und sie befanden sich von der Vergangenheit wieder plötzlich in der Gegenwart. Um da eine Vorstellung von zu haben, eine jesidische Frau zum Beispiel im irakischen Gebiet, wo der IS die Herrschaft übernommen hatte, was mussten die überleben, sie erleben, was für eine Drangsal, was für ein Leiden? Sie müssen sich vorstellen, sie kommen in einem Dorf, dann sammeln sie, haben die IS, hat die Leute, die jesidischen Menschen im Dorf eingesammelt, hat die Männer getötet. In einem Fall war es in Kocho, sind 413 Menschen am 15. August 2014 vor den Augen der Leute hingerichtet worden, Väter, Brüder und so weiter. Man hat dann die jungen Mädchen ab 8 Jahren bis 16, es tut mir leid, den Begriff zu nennen, aber so nennen sich als Jungfrauen, sie in verschiedenen Gruppen aufgeteilt. Man hat die Kinder, Jugendliche, Jungs zwischen 8 und 14 Jahren in unterschiedlichen Gruppen aufgeteilt. Die älteren Frauen und Männer, die man nicht getötet hat, hat sie nach Tel Afar, nach Mosul, nach Raqqa gebracht. Sie müssen sich vorstellen, dem Kino von Mosul, ein großes Kino vor dem Krieg, haben sie 800 Frauen, junge Mädchen versammelt. Und so sind IS-Emire, aber auch Menschen aus Katar, aus Saudi-Arabien, aus Ägypten gekommen und haben diese Frauen gekauft. Sie haben sie versklavt, sie haben sie vergewaltigt. Und es gibt keine Frau, die nicht 5-6 Mal von einem zum anderen verkauft worden ist. Und verkaufen bedeutet immer wieder auch Vergewaltigung dieser jungen Mädchen. Und wir reden hier von jungen Frauen, wo Sie sagen Jungfräulichkeit, im Alter von 8 Jahren, also von Mädchen, von Kindern, 8, 9, 10 Jahren, die rücksichtslos Sie müssen sich vorstellen, ich habe eine Mutter, die wir nach Deutschland gebracht haben. Sie hat ein 2-jähriges Kind, Mädchen gehabt. Sie war blond und hat blaue Augen. Die Sinjari sind in der Regel auch blond und haben blaue Augen, viele. Dann ist ein IS-Soldat gekommen, hat dieses 2-jährige Kind der Mutter entrissen und gesagt, ich nehme dieses Kind mit und wenn es 9 Jahre alt ist, heirate ich dein Kind. Und
Wir wissen immer noch nichts von diesem zweijährigen Mädchen. Die muss jetzt etwa 4, 5 Jahre alt sein. Wir wissen nicht, wo sie ist. Und die Mutter schaut sich jeden Tag diese Bilder und ist verzweifelt. Das ist wirklich in diesem Sinne ein Massaker, ein Völkermord, dass wir uns nicht wirklich vorstellen können, was da passiert ist. Die Mutter ist eine von den Frauen, die sie auch aus einem irakischen Lager zurück, sondern nach Deutschland in die vermeintliche Sicherheit gebracht haben. Jetzt war das Lager natürlich auch voll von vielen Menschen. Wie haben Sie jetzt, ich sag mal, das ist ja auch eine schwierige Entscheidung, wen nehme ich mit und wen lasse ich in diesem Lager? Wie haben Sie da, nach welchen Kriterien sind Sie vorgegangen? Ja, es ist nicht einfach tatsächlich. Es ist ja auch eine menschliche Tragödie, wenn man selber Zeitzeuge wird und in Camps rumläuft von etwa 450.000 Menschen, die in Flüchtlingscamp dort lebten. Wir hatten aber schon Namen auch registriert, die fliehen konnten. Und wir haben ganz klar gesagt, wir wollen junge Frauen, die in Händen der IS waren und keine Möglichkeit haben, in diesen Camps zu überleben. Wir haben immerhin fast 60 Fälle von Suizidfällen, in denen junge Frauen, die kamen, ein erhöhtes Schamgefühl haben, sich geschämt haben vor ihren Familien und sich selbst umgebracht haben. Wir haben Väter, die sich umgebracht haben, als sie gehört haben, dass ihre Töchter vergewaltigt worden sind. Haben also gesagt, wir wollen gar nicht die Männer, sondern die jungen Frauen, die am besondersten betroffen sind. Und wir sprechen über eine patriarchische Gesellschaft, in dem die Ehre in Anführungszeichen eine große Rolle spielt, wo vielleicht auch vergewaltigte Frauen in dieser Gesellschaft ausgeschlossen, nicht aufgenommen werden. Wir haben drei Kriterien festgelegt. Wir haben gesagt, sie müssen in Händen der IS gewesen sein. Aufgrund dieser Haft und Folter, die sie erlebt haben, müssen sie eine psychische oder medizinische Erkrankung nachweisen. Und wir in Baden-Württemberg, in Deutschland, müssen in der Lage sein, auch sie zu behandeln. Und anhand dieser Kriterien haben wir die Frauen untersucht. Ich habe selber 1403 Frauen exakt 2015 persönlich gesprochen, persönlich untersucht. Und in einem Team haben wir jeden einzelnen Fall nochmal besprochen und dann die Entscheidung getroffen. Die Entscheidung war nicht einfach. Wenn es nach mir ginge, hätten wir am liebsten gesagt, wir würden alle mitnehmen. Aber wir haben den klaren Auftrag gehabt, eben 1000. Wir haben 1100, weil Niedersachsen und Schleswig-Holstein noch eine Zahl von Frauen und Kindern aufgenommen hat, auf 1100 aufgestockt. Aber wir haben gesagt, wenn wir so argumentieren, dass wir sagen, wir müssen absolute Fairness, dann dürfen wir gar keinen mitnehmen. Aber unser Slogan war wirklich, jedes Leben zählt. Also müssen wir entscheiden und sagen, zumindest haben diese 1100 Menschen eine Perspektive und eine Zukunft in Deutschland. Thema, was Sie mit Sicherheit auch interessieren wird. Gerade vor ein paar Tagen war Jahrestag des angeblichen Putschversuches in der Türkei. Präsident Erdogan ist da auch entsprechend mit markigen Worten aufgetreten. Drahtzieher des Putsches soll die Gülen-Bewegung gewesen sein. Jens Brombach hat versucht, mit Anhängern zu sprechen. Hamburg, Mitte Juli, im großen Saal der ehrwürdigen Warburg-Villa. Ercan Karakoyun ist der Sprecher der Gülen-Bewegung in Deutschland und stellt sein gleichnamiges Buch vor. Gut 60 Interessierte sind gekommen, die meisten türkischer Herkunft. Erkannt werden will keiner, mit uns sprechen, auch verdeckt, heute zumindest ebenfalls keiner. Sie haben Angst. Sie sind zurzeit Beleidigungen, Beschimpfungen, Denunziationen. Sie sind aber auch Boykottaufrufen ausgesetzt. Kauft nicht bei ihnen ein, lasst euch nicht von dieser Zahnärztin behandeln, geht nicht zu diesem Anwalt. Immer mit dem Vorwurf, das ist ein Terrorist, das ist ein Anhänger Fethö. Seit dem 15. Juli bekomme ich Morddrohungen, Beschimpfungen, Beleidigungen. Ich stehe in engem Austausch mit der Polizei. Und es ist im Prinzip in der Tat ein richtiger Ausnahmezustand. Der 15. Juli. Mit martialischen Worten fordert der Präsident Rache. Rache an allen, die irgendwie mit dem in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen zu tun haben könnten. Zuerst muss man die Bauern zerquetschen, um dann die anderen Schachfiguren und den König zu besiegen. Und deshalb werden wir zuerst die Köpfe der Bauern, also die der Verräter, abreißen. Die Gülen-Bewegung ist auch in Deutschland aktiv, unterhält Schulen und Bildungseinrichtungen, in denen nach dem Koran gelebt und gelehrt wird. Das ist nicht verboten, reicht aber für Verdächtigungen. Die inhabergeführte Religionsgemeinschaft gibt ein verschwommenes Bild ab. Was will die Organisation? Eine Anfrage an den niedersächsischen Verfassungsschutz. Wie beurteilt er die Aktivitäten der Gülen-Bewegung in Deutschland? Und vor allem, wie die der Gülen-Gegner,
also der Türkei. Die Antwort erfolgt schriftlich, auch wenn wir uns ein Gespräch gewünscht hätten. Die sogenannte Gülen-Bewegung ist kein Beobachtungsobjekt des niedersächsischen Verfassungsschutzes. Und es ist bekannt, dass in Deutschland lebende türkischstämmige Personen Ziel von Ausforschungsbemühungen des türkischen Geheimdienstes MIT geworden sind. Forum Dialog, die größte Vereinigung. Sie nennt sich lieber Hizmet-Bewegung, was so viel wie Diensttun bedeutet. Erscheint liberal, weltoffen. Ist es der Versuch, eine demokratische Gesellschaft und einen individuellen Islam zu vereinen, der Erdogan so auf die Palme bringt? So unterscheidet sich das Islamverständnis von Erdogan-Anhängern und von Menschen aus der Hizmet-Bewegung. Auf der einen Seite ein autoritärer politischer Staatsislam, der nicht davor zurückschreckt, den Islam für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Und auf der anderen Seite gibt es einen zivilen, spirituellen Islam, der vor allem das Individuum in den Vordergrund stellt. Der Osten Hamburgs. Schließlich gelingt es doch, ein Treffen mit drei Gülen-Hizmet-Anhängern zu arrangieren. Ein Kaufmann, ein Journalist, ein Angestellter. Auch sie wollen nicht erkannt werden. Beispiele, wie weit Erdogans Arm reicht. Erst war ich Journalist, dann Terrorist und jetzt arbeitslos. Ich habe, Reiseverbot. All die Geschäfte, die man eben mit der Türkei gemacht hat, ist jetzt quasi nicht mehr möglich. Leute haben Angst, ne? Dass das auch in Deutschland lebende Leute so treffen kann. Die von Muslimen verfolgten Muslime sehen nur einen christlichen Ausweg. Wie es der Jesus von Nazareth eben geduldet hat, müssen wir es dulden. Psychologe und Islamwissenschaftler Professor Kieselhahn ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Können Sie noch gefahrlos in Ihre ursprüngliche Heimat Türkei reisen? Noch tue ich's. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Man macht sich natürlich Sorgen, wenn man sich die Entwicklung in der Türkei anschaut. Sie müssen sich vorstellen, 2015 haben wir eine der größten Ärztekonferenzen im Osten der Türkei, im kurdischen Gebiet Van, gemacht. Und dabei war zum Beispiel ein Thema Trauma und das armenische Genozid. Mhm. Ich glaube, dass wir heute das nicht machen können. Da ist natürlich bei Erdogan sofort, stellen sich die Nackenhaare hoch, weil genau. Das ist ja der große Juckepunkt, dass wir das auch im Bundestag beschlossen haben, dass wir das als Genozid anerkennen. Das ist ein großes Thema. Die assyrischen Christen vergisst man. Es ist nicht nur die armenischen Christen. Wir haben die Jesiden. Sie müssen sich vorstellen, auch bei den Jesiden gibt es nur noch 500 Jesiden in der Türkei. Das war früher historisch das Zentrum der Jesiden. Die gibt es de facto nicht mehr. Die Jesiden werden auch nie wieder in der Lage sein, dort wieder sich so zu erholen, dass sie zurückkehren in ihrem Herkunftsland. Wir sind im Augenblick Zeuge einer Beendigung der Jesiden in der Türkei. Wir haben nur noch im Irak und ein Teil in Armenien und in Syrien. Es gibt noch 500 ältere Jesiden in der Türkei, die in der nächsten Generation nicht mehr existieren werden. Wieso ist Ihre Familie Anfang der 70er Jahre aus den Kurdengebieten in der Türkei nach Deutschland gekommen? Ist typisch diese Gastarbeiterfamilien, ja. Aus wirtschaftlichen Gründen. Vor allem in diesem Fall war es meine Mutter, die entschieden hat zu kommen und ist auch allein gekommen. Und später ist mein Vater und sind wir nachgekommen. Es waren eher tatsächlich mehr wirtschaftliche Gründe, wobei natürlich dort sehr viel Diskriminierung gegen Kurden, gegen Jesiden und anderen Gruppen existierten. Gab es Probleme für Sie in der Türkei damals, als es denn bekannt wurde, dass Sie ausreisen möchten oder dass Sie Ich war noch sehr klein, ich war ja 6 Jahre alt, aber meine Mutter hat erhebliche Schwierigkeiten gehabt. Sie müssen sich vorstellen, das war vor 50 Jahren. Sowohl die Leute im Dorf sagten, wie soll eine Frau nach Deutschland alleine, eine Patriarchin. Gesellschaft. Und meine Mutter ist eine sehr bewundernswerte, starke Frau und gesagt, wenn ihr meine Kinder ernährt, dann bleiben wir, aber ihr könnt meine Kinder nicht ernähren. Auch sogar der Staat und Beamte in diesem Ort, wo ich aufgewachsen bin, der heißt zufällig Batman oder Batman, mhm. Haben sich sehr gewehrt, dass meine Mutter kommt. Aber meine Mutter ist eine sehr starke Frau, die ist jetzt fast 80 Jahre alt. Sie war eine der ersten Frauen oder die erste überhaupt, die schreiben und lesen konnte. Hat auch diese ganzen Geschlechtertrennung in Frage gestellt. Also eine Frau, die kämpfen konnte und gekämpft hat und hat für die Zukunft ihrer Kinder und uns alles getan und ist alleine nach Deutschland gekommen. Wir haben eben gerade schon viel von Ihrer Arbeit im Irak auch gesprochen, in den Gebieten, wo Sie mit traumatisierten Menschen sprechen. Wir haben noch ein paar Aufnahmen, die wir Ihnen noch zeigen möchten, weil Sie können natürlich nicht allen Menschen helfen. Nein. Sie bieten jetzt Fortbildungen an. Was sind das für Fortbildungen? Wir haben ein Institut gegründet aus der Erfahrung dieses anderen Projekts.
Das ist ein Institut für Psychotherapie und Psychotraumatologie. Wir bilden Psychologen zu psychologischen Psychotherapeuten, die aufgrund ihrer Kultur selbst nach 3 Jahren, das ist ein Masterstudiengang, ganz regulär, wie wir in Deutschland auch Psychologen ausbilden zu Psychotherapeuten. Und sie sollen selbst in der Lage sein, ihre Menschen in den Camps, aber auch traumatisierten Frauen selbst dort vor Ort zu behandeln. Das ist ein erster Einstieg, weil das Thema Psychotherapie und Psychologie im Nahen und Mittleren Osten kein so bekanntes ist. Und das ist erstmalig im Nahen Osten, dass wir tatsächlich im akademischen Bereich Menschen ausbilden, mit der Hoffnung, dass es einen Effekt hat, dass weitere Menschen ausgebildet werden und wir vielleicht in 10 Jahren statt eben im Augenblick, Sie müssen sich vorstellen, in der Universität, wo ich arbeite, in Duhok, der Provinz Duhok, gibt es 5 Millionen Menschen, 2 Millionen Menschen, zwischen 2 Millionen und 5 Psychiater. Das heißt, im ganzen Nordirak bei 5 Millionen Menschen haben wir etwa 26 Psychotherapeuten. Die ist nicht möglich. Das heißt, wir wollen einen Anfang machen, in dem die Menschen im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe im akademischen Bereich selber ihren Menschen dort helfen können. Ich frage mich gerade, Frauen, die als Sexsklavinnen missbraucht wurden, zum Beispiel vom IS, wenn die ihr Trauma aufarbeiten können, was ja schon mal eine großartige Leistung ist dann von Hilfe, wie werden die dann in ihrer Glaubensgemeinschaft wieder aufgenommen? Weil sie ja, ich sag's, berührt wurden. Ja, das ist richtig. Das war ein großes Thema 2015, als wir die Frauen nach Deutschland holten. Wir haben mit dem Hohen Rat der Jesiden lange Zeit gesprochen, weil nach ihren alten religiösen Vorschriften müssten diese Frauen verstoßen werden. Mhm. Und wir haben gesagt, sie können selber nichts dafür, sie sind Opfer und jetzt wollt ihr eure eigenen Leute selbst bestrafen. Eine Religion dient doch dazu, dass es den Menschen dient, den Menschen hilft, den Menschen Orientierung gibt. Sie haben sehr stark mit sich gerungen, aber letztendlich nach 800 Jahren dieses Paradigma aufgehoben, was unglaublich ist für die Menschen. Mhm. Und Sie müssen sich so eine Szene vorstellen. Bevor wir die jungen Frauen geholt haben, sind sie zu dem Heiligtum der Jesiden, das nennt sich Lalisch, gegangen. Der hohe Priester, ein älterer Mann, der sieht aus wirklich wie Nikolaus, wie der Weihnachtsmann, mit langem weißen Bart und weißen Tracht, hat jede Einzelne auf die Stirn geküsst, hat sie gesegnet und hat gesagt, ihr seid weiterhin Jesiden, ihr seid unsere Töchter und ihr gehört zu unserer Gemeinschaft und wir sind stolz, dass ihr zurückgekommen seid. Und die Frauen sind natürlich zusammengebrochen, sie haben geweint. Aber psychotherapeutisch war es für unser Prozess sehr wichtig, nicht, dass sie dieses Land verlassen, keine Identität mehr haben. Sie sind nicht Jesiden, sie sind keine Kurden, sie sind keine Deutschen, sie sind vergewaltigt worden, sie fühlen sich schlecht. Insofern war das ein sehr wichtiger therapeutischer Prozess, dass sie den Abschied genommen haben und gesagt haben, ja, wir gehören weiterhin zu dieser Gemeinschaft und diese Gemeinschaft verstoßt uns nicht. Ich frage mich gerade auch, all das Leid, was Sie selber als Psychologe gehört haben, wie schaffen Sie es, das für sich selber zu verarbeiten? Das ist tatsächlich eine Erfahrungsgeschichte. Ich arbeite seit 20 Jahren mit schwer traumatisierten Menschen aus verschiedenen Kriegsgebieten der Welt, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Die Geschichten, die ich auch hier gehört habe, sind leider, muss ich sagen, nicht etwas Neues. Ich habe Frauen aus Tschetschenien, aus Bosnien, aus Afghanistan, anderen Ländern der Welt. Und es wiederholt sich. Es zeigt die Grausamkeit der Menschen und dass unsere Zivilisation nicht so weit ist. Aber zeigt mir auch, dass wir sehr viel darum kämpfen müssen, um das Leben zu schätzen in den alltäglichen Dingen, die wir haben. Und die Wissenschaft ist für mich ein Zufluchtsort, in dem ich aus einer Distanz eben den Fragen nachgehe, warum Menschen sowas tun. Und vielleicht können wir daraus auch lernen, auch therapeutisch daraus lernen, wie wir besser unseren Menschen behandeln können und ihnen eine Zukunft geben können. Ich möchte gleich mit Ihnen noch darüber sprechen, ob es vielleicht auch Hoffnung gibt, weil Mosul ja auch aus den Händen des IS wieder entrissen wurde. Welche Lösungsansätze möglicherweise in diesem Konflikt auch vorhanden sind. Morgen ab 18.45 Uhr hier auf dem roten Sofa am 20. Juli, da begeben wir uns mit Valerie Freifrau zu Eisenbach auf eine Zeitreise ins Jahr 1944. Ihr Großvater war einer der Verschwörer beim Attentat auf Hitler. Für die Familie bedeutete das KZ oder Kinderheim. Unser Gast hat die originalen Tagebücher ihrer Familie gefunden und will erinnern an die Sippenhäftlinge des 20. Juli. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten mit Professor Kizilhan, Islamwissenschaftler und Psychologe. Al-Baghdadi, der Führer des IS, soll angeblich tot sein. Sie haben mir eben schon gesagt, es gibt aber auch Meldungen, dass er noch im Nordirak sich versteckt hält. Es gibt Geheimdienstinformationen, vor allem von der
kurdischen Seite der Peschmerga, die sicher sind, dass er sich noch im Raqqa in einem nördlichen Bezirk aufhält. Aber wie gesagt, das sind alles unsichere Informationen. Also Mosul ist gefallen aus Sicht des IS. Wie groß ist jetzt die Chance, tatsächlich Frieden in diesem Gebiet zu bekommen? Ich glaube vor allem, man muss den Menschen wieder ganz praktisch helfen, dass sie Wasser haben, dass sie Lebensmittel haben, ja. Dass sie ihre Häuser wieder aufbauen können und zurückgehen. Aber wir werden ein großes Problem haben, was die Versöhnung betrifft. Es ist viel passiert in den letzten 2 Jahren. Wir haben in Mosul ja auch Hunderte, wenn nicht Tausende Sympathisanten, die die IS unterstützt haben. Wir haben andere, die Opfer waren, die gefangen genommen worden sind. Die haben Tür an Tür gelebt. Ja, wir haben bei den Jesiden und Moslem, die in Shingal seit 30, 50, 60 Jahren miteinander gelebt haben. Eine junge Frau, die wir geholt haben, die war damals 16, ist von ihrem muslimischen Lehrer vergewaltigt worden, der auf Seiten der IS war. Das heißt, wir müssen viel stärker tatsächlich, wenn wir Friedensprozesse installieren wollen, die Menschen wieder zueinander bringen und Versöhnung und Vertrauen aufbauen, was viel Zeit betrifft. Das heißt, Aufbau, schneller Aufbau, aber gleichzeitig parallel, wenn wir langfristig tatsächlich eine Vision vom Irak und Syrien in Frieden haben, müssen Menschen wieder einander trauen können. Sie haben sich mit der Psychologie der IS-Kämpfer beschäftigt. Wenn ich die Psychologie, das Denken kenne, wie kann ich mich vor Terrorattacken auch in Europa, die ja versprenkelt auftauchen können, wovor ja viele waren, wie kann ich mich davor schützen? Nein, wir als normale Zivilisten, wir können uns nicht davor schützen, weil wir nicht wissen, wann das passiert. Die Wahrscheinlichkeit sagt, dass wir eher im Lotto gewinnen werden, als dass wir Opfer von solchen Terrorakten sind. Aber da sind unsere Sicherheitsbehörden gefordert, neue Cluster zu finden. Und vor allem nach dem Fall in Mosul und wahrscheinlich jetzt auch Raqqa werden viele junge IS-Kämpfer, die auch vielleicht hier gelebt haben, deutsche Staatsbürger sind, zurückkommen. Und da müssen wir genau darauf achten, ob sie tatsächlich zurückkommen, weil sie es bereuen und hier wieder eine neue Zukunft aufbauen, mhm, oder tatsächlich für uns eine Gefahr darstellen. Und wir sind noch nicht so weit, was machen wir mit Resozialisierungskonzepten? Wie können wir sie resozialisieren, wenn sie keine Straftaten verübt haben? Aber gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, Personen, die die IS unterstützt haben, müssen vor Gericht und müssen bestraft werden. Es war sehr anschaulich, was Sie uns heute erzählt haben. Ganz herzlichen Dank. Und ich höre gerade, nee, die Musik war doch ein bisschen früh angespielt. Das ist sonst immer der Schlussakkord. Kann man denn eigentlich Kämpfer für den IS, die radikalisiert worden sind, kann man die denn auch psychisch schon wieder umkehren? Geht das? Es ist sicherlich bei den Kindern zwischen 8 und 12 Jahren einfacher, dass das so eine Entkodierung, wie wir sagen würden, eine Resozialisierung stattfindet. Je älter sie werden und ihre Ideologie internalisiert haben, müssen wir uns längerfristig mit ihnen beschäftigen und auch länger begleiten, sowohl damit es möglich ist, dass sie resozialisieren, aber auch, dass wir eine Gefährdung ausschließen. Und jetzt war das Schlusssignal. Professor Kieselhahn, ganz herzlichen Dank. War sehr anschaulich, was Sie uns erzählt haben. Es gibt jetzt die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland und dann sehen wir uns morgen wieder, 18.45 Uhr. Dankeschön. Danke Ihnen. Als Henker tätig waren. Wir alle haben ja noch diese schrecklichen Bilder im Kopf mit Messern, wurden da, ich sag's ganz offen, Köpfe abgeschnitten bei lebendigem Leibe. Welche Brutalität steckt in diesen Menschen? Sie müssen sich vorstellen, Sie haben vorhin in der Matz einen kleinen Jungen gezeigt, der 9 Jahre alt ist und der musste zum Beispiel mit ansehen, theoretisch, wie Menschen geköpft werden. Er musste aber auch live mit ansehen, wie ihm gezeigt wurde, Menschen getötet worden. In dem Fall des Henkers war es so, er hat Kinder gehabt. So wie viele, die Familienväter sind, hat er sich Sorgen um seine Kinder gemacht. Er hat eine Frau gehabt, ist aber jeden Morgen auf dem Markt auf dem Raqqa-Marktplatz gegangen und hat Menschen geköpft. Ich habe natürlich als Psychologe, war ich eher in der Frage beschäftigt, wie kann ein Mensch sich überwinden, sowas zu tun? Also menschlich, emotional für ihn. Er sagte, das war nicht sein Problem. Sein Problem war, er hatte eher Sorgen, dass er nicht mit einem Schnitt den Kopf dieses Menschen abhaken kann, weil so viele Zuschauer da waren. Also er war eher mit seiner Technik, mit seiner Methode beschäftigt, als dass er sich wirklich eine Empathie empfindet. Und das ist das, was passiert, nämlich auch, dass wenn Menschen totalitäre Ideen haben, fanatische Ideen haben, dass sie ihren Menschen gegenüber nicht mehr als Menschen sehen. Wir sehen das als ein Prozess der Entmenschlichung. Mhm. Der Mensch gegenüber ist für sie kein Mensch.
wenn sie so Kinder köpfen, auch er hat selber 4 jesidische Frauen gehabt, die er jeden Tag vergewaltigt hat. Für ihn waren das Objekte, es waren keine Menschen. Das heißt, jede Art von Kultur und Religion, wenn sie fanatisch ausgelebt wird, verkennt und verliert die Empathie für andere Menschen. Besonders Kindersoldaten, schreiben Sie auch in Ihrem Buch Die Psychologie des IS, Kindersoldaten sind für den IS sehr wertvoll. Sie haben sich auch mit Jungen getroffen. Wir haben auch mal entsprechende Bilder dazu. Was macht die Kindersoldaten so wertvoll für den IS? Sie sind jung. Man kann schnell eine Gehirnwäsche mit ihnen durchführen. Sie sind schneller überzeugbar. Was wird denen versprochen? Sie sagen, nein, die Kinder kriegen erstmal Angst. Das heißt, die Kinder werden erstmal geschlagen, sie werden geprügelt. Ihnen wird die Persönlichkeit, mit der sie kommen, durch ihre Mutter, durch ihren Vater, durch ihre Kultur, wird ihnen ihre Persönlichkeit, ihre Werte weggenommen. Ersetzt durch die Ideologie des IS und durch des Terrors. Die Kinder sind schneller überzeugbar. Auch weil sie Angst haben. So lernen zum Beispiel die Kinder, andere Kinder zu schlagen. Die anderen Kinder schlagen sie. Sie werden gefügig gemacht. Und sie entstehen eine Verbindung zu dem IS-Kommandeur, der einen als Ersatzvater dann für sie gilt. Er ist der Vorbild. Er ist stark. Er hat keine Angst. Auch keine Angst vor dem Töten. Dann findet ein Selektionsprozess bei der IS statt. Sie schauen sich Kinder mit einer bestimmten Persönlichkeit, die sind nicht in der Lage, Selbstmordattentäter zu werden. Einige ja. Die Selbstmordattentäter werden können aus ihrer Persönlichkeit, werden nochmal getrennt geschult und werden in die Felder oder in die... Heute Abend bei uns ist der international renommierte Traumaforscher, Orientkenner und Islamforscher Professor Jan Ilhan Kisilhan. Wir sprechen über das unvorstellbare Leid, das jesidische Frauen unter dem IS-Terror erleiden, reden aber auch darüber, wie aus Kindern Soldaten gemacht werden und woher dieser gnadenlose Hass auf ungläubige Nichtmuslime kommt. Jetzt auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgart. Ja, unser Gast heute Abend live auf dem roten Sofa kann Ihnen einen Einblick verschaffen, wieso Islamisten zu Terroristen werden, welches Leid Ungläubige erfahren müssen. Professor Jan Ilhan Kisilhan heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Kurzes Porträt, auch etwas über Ihre Arbeit, jetzt erstmal von der Kollegin Christine Donau. Wenn sich jemand mit verletzten Seelen auskennt, dann er, Professor Jan Kisilhan. Der Psychologe behandelt seit 20 Jahren kriegstraumatisierte Menschen. Und jedes Schicksal ist so schwerwiegend, dass man danach geht, noch schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. Der Terror im Nahen Osten treibt ihn besonders um. Regelmäßig reist er in den Nordirak. Mehr als 1000 vom IS gequälte Frauen und Kinder holt er nach Deutschland. Vertrauen zu geben, seine Mission. Hier haben sie Sicherheit, hier haben sie Schutz und hier sind sie willkommen. Er beschäftigt sich aber nicht nur mit den Opfern des Terrors, sondern auch mit den Tätern. Wie ticken die Schlechter des IS? Die Logik der Massenmörder, Professor Kisilhan, ist ihr auf den Grund gegangen. Tja, diese Schlechter, das ist so ein schnelles Wort, was man so in den Mund nimmt. Aber es klingt unglaublich, aber wie ist es Ihnen gelungen, mit Kämpfern des IS zu sprechen? Wir haben im Rahmen des Sonderkontingents der Landesregierung Baden-Württemberg 1100 Frauen im Irak besucht, gefunden und nach mehreren Kriterien sie dann nach Deutschland geholt. Alle 1100 Personen waren in den Händen der IS, haben schlimme Dinge erlebt, wie Vergewaltigung, wie Folter, Massenexekutionen, dass sie ihre eigenen Familienmitglieder ansehen mussten, wie sie hingerichtet worden sind. Die Jüngsten, die ich untersucht habe, waren 8-jährige Mädchen, die genau das erlebt haben, was andere. Und in diesem Zusammenhang war ich über ein Jahr für die Landesregierung im Irak und immer auch die Menschen dort untersucht und habe so auch die Möglichkeit bekommen, im Nordirak mit IS-Kämpfern, die in Gefangenschaft geraten waren, während Kämpfen zu sehen und zu sprechen. Wieso haben die sich Ihnen gegenüber geöffnet? Sie sehen das eher für sich als eine Möglichkeit, eine Mission, sogar mich zu überzeugen, Sie zu überzeugen. Und weil Sie tatsächlich von dieser Idee, das, was Sie machen, eine Idee des totalitären Vorstellungen eines neuen Islames und glauben, dass Sie die ganze Welt bekehren müssen, haben eher so für sich das als eine Plattform und eine Möglichkeit gesehen, mit mir zu sprechen. Ich war natürlich als Psychologe daran interessiert, wie es möglich ist, dass einfache Menschen erstmal tatsächlich zu Massenmördern werden. Ja, vielleicht können Sie uns das erklären. Was haben die Ihnen erzählt? Was für eine Motivation steckt in diesen Menschen, für den IS zu kämpfen?
Sie müssen sich vorstellen, es sind Menschen mehrheitlich, die nicht irgendwelche psychopathologische Züge haben. Das wäre das, wo wir uns alle erleichtert fühlen würden, wenn wir sagen, der hat irgendeine Schizophrenie oder der ist einfach ein Schizopath. Weil dann würden wir sagen, das sind kranke Menschen. Mhm. Kranke Menschen haben irgendwas, wo sie keine Kontrolle haben. Die Realität im Nahen und Mittleren Osten, aber auch historisch gesehen, ist tatsächlich, dass Menschen schon immer Gewalt angewendet haben, wenn die Räume dafür da sind und die Möglichkeiten da sind. Warum? Menschen können töten und Menschen töten. Das ist die Realität, mit der wir uns nicht so gerne auseinandersetzen, vor allem nicht in Europa. Die letzten 70 Jahre ging es uns relativ gut. Wir haben das Glück gehabt, dass wir keine Gewalt erlebt haben in dem Maßen. Aber wenn wir den Zweiten Weltkrieg zurückgehen, haben wir auch eine Form von unkontrollierten Gewalt. Wir sind Zeugen in Bosnien geworden, wo Menschen unglaubliches Leid erfahren haben. In Ruanda ist das gar nicht allzu lange, dass innerhalb von 3 Monaten 800.000 Menschen sich gegenseitig umgebracht haben. Das heißt, dieses Potenzial an Gewalt ist da. Es wird noch gekoppelt mit Ideen, mit Glauben, mit Religion und mit Kultur. Und wenn eine solche arabische Gesellschaft im Irak und Syrien glaubt, dass sie gedemütigt werden, dass sie gekränkt worden sind, dass sie ungerecht auch von der westlichen Welt behandelt werden, sind junge Leute verführbar für solche Gewalt. Ja. Und ein solches Potenzial, in dem 40.000, 50.000 IS-Kämpfer mit einer riesen Unterstützung von Millionen von Sympathisanten in der Lage sind, ein Gebiet Irak und Syrien zu besetzen, in dem 10 Millionen Menschen dort über fast 2 Jahre jetzt gelebt haben, stellt natürlich die Frage, erstens, wie kann es sein, dass sie so viele Unterstützer haben und wie kann es sein, dass wir in diesem Jahrhundert eine so unkontrollierte Gewalt haben, dass sogar sie keine Angst davor haben, Kinder zu köpfen. Das heißt also, in diesem Fall sind Menschen total, gefühlen sich total unterdrückt und es bricht aus ihnen aus und sie sind quasi verpflichtet, Gewalt anzuwenden, um halt ihre Idee durchzusetzen. Sie sind überzeugt, dass die Personen, die nicht zu ihrer Gruppe gehören, in diesem Fall bei der IS-Kämpfern, sie gehen von einem sunnitischen Islam aus, sie haben einen Kalifen, al-Baghdadi, und glauben, dass sie das Recht für sich erworben haben. Alle Personen, die das nicht folgen und nicht gehen, haben nur das Recht, getötet zu werden oder Sklaven zu werden. In dem Fall der Jesiden werden sie, wie Sie einleitend sagen, als Ungläubige deklariert. Ja. Das sind Menschen, die keinen Glauben haben, sind Heiden und insofern dürfen sie bekehrt werden, also konvertiert werden. Aber wenn sie eben nicht konvertiert werden, können sie getötet werden. Sie haben auch mit Menschen gesprochen, IS-Kämpfern gesprochen, die alt. Berühmt. Sie wollen Zeugnis ablegen, auch für die toten Stimmen und für das, was ihnen an Ungerechtigkeit und Verbrechen widerfahren ist, und begreifen ihr Überleben auch dahingehend, dass sie diese Stimme erheben müssen. Und dabei wollen wir diesen Frauen helfen. Düzen Tekkal hat auch Nadia Murat unterstützt. Zusammen mit ihren Schwestern gründete sie eine Hilfsorganisation für die Jesiden. Meine Schwester und ich haben dann angefangen, ganz klein angefangen zu arbeiten mit unseren iPads, und da standen wir da quasi noch mehr oder minder allein. Und mittlerweile eben haben wir es geschafft, da uns ein kleines Frauenteam zusammenzustellen mit vielen Unterstützern und vielen Freunden, die uns dabei helfen, diese Aufmerksamkeit in die Welt zu tragen. Düzen Tekkal und ihre Schwestern haben noch viel vor. Sie wollen die Täter vor Gericht sehen. Und obwohl die IS-Hochburg Mossul gerade gefallen ist, gibt es im Irak noch immer versklavte Jesidinnen. Aktuell sind noch über 3000 Frauen in Gefangenschaft. Die IS-Kämpfer haben sie bewusst mitgenommen als Schutzschilder, als Faustpfand, und haben sich von Mossul auf den Weg nach Raqqa gemacht. Die 4000-jährige Geschichte der Jesiden ist geprägt von Verfolgung und Gewalt. Düzen Tekkal will weiter dafür kämpfen, dass das ein Ende hat. Ja, um das vielleicht ein bisschen einzuordnen, Professor Kisilhan, was sind die Jesiden für eine Religionsgruppe? Die Jesiden gehören zu einer der ältesten Religionen im Nahen und Mittleren Osten. Sie berufen sich auf die Ursprünge des Mithraismus. Das ist dieser Sonnenkult. Die kennen schon die Römer, die römischen Soldaten vor 2000 Jahren mit nach Rom sogar gebracht haben. Sie glauben an Gott. Sie haben ähnlich wie die abrahamitischen Religionen 7 Engel. Die Bedeutung ist bei ihnen der Engel V, Tau Simelekweta bezeichnet, der die aktive Rolle über die Menschen hat.
Sie sind von Geburt aus Jesiden, das heißt, sie missionieren nicht. Man kann nur durch Geburt Jeside werden. Und sie haben ein Kastensystem, das vor etwa 800 Jahren entwickelt worden ist, mit sogenannten Sheikhs, Peers, also Priesters und der Laien. Es ist eine sehr friedvolle Religion, die bis heute de facto keine Gewalt angewendet hat, aber im Gegenteil sehr viel Gewalt erlebt hat. Das heißt, wir sprechen von 74 Genoziden, wenn man die IS-Genozid mitberechnet. Völkermorde, in diesem Fall, das einfach zu sagen. Ja. Die Jesiden leben im kurdischen Teil der Türkei, in Syrien, im Irak. Und welchen Stellenwert haben Jesiden für IS-Kämpfer, gerade auch jesidische Frauen? Ja. Die IS sagt, dass die Jesiden keine Buchreligion haben, damit auch keinen Glauben haben. Sie sind Ungläubige. Weil sie keine Bibel oder Koran haben? Obwohl sie das wissenschaftlich haben. Sie haben die Bücher der Offenbarung, ein schwarzes Buch als Religionsbuch, was von ihnen genannt wird. Aber die Städte oder auf die Marktplätze geschickt, um sich selbst in die Luft zu sprengen und andere zu töten. Dann haben wir eine Gruppe von Jugendlichen, die werden als Milizen, als Agenten, als Spitzel eingesetzt in Mosul, in Raqqa, in den verschiedenen Städten. Sollen sie gucken, wer gegen die IS ist, und sie müssen die Namen aufschreiben, damit die IS sie gefangen nimmt. Andere sind Diener und andere sind die, als an der Front kämpfen. Wir haben auch eine größere Zahl von sexuellen Missbrauch auch gegen jugendliche Jungs durch die IS-Kämpfer. Sie haben es eben schon angedeutet, diese Befreiung von über 1000 Frauen, jesidischen Frauen, da wollen wir gleich noch mal ein bisschen intensiver drüber sprechen. Vorher zeigt Ihnen zu Hause Shugaka Silov noch einen Film. Sie hat sich mit Düzen Tekal getroffen und berichtet jetzt von ihrem Kampf für verfolgte jesidische Frauen. Düzen Tekal ist Journalistin, geboren und aufgewachsen in Niedersachsen. Als Kind von sogenannten Gastarbeitern, die in den 60er Jahren nach Deutschland eingewandert sind. Meine Kindheit in Hannover-Linden war unbeschwert. Das war geprägt von Multikulti. Es war mit vielen Geschwistern, mit vielen Freunden, frei. Ich ging gerne zur Schule. Es war toll, eine tolle Kindheit hatte ich. Ihre Eltern sind jesidische Kurden. Sie gehören einer uralten Glaubensgemeinschaft an, die seit Jahrtausenden immer wieder verfolgt wurde. 2014 will Düzen Tekal mit ihrem Vater zu den Jesiden, ihren Wurzeln, in den Irak reisen. Da fällt dort der Islamische Staat ein. Da habe ich die ersten Anrufe bekommen, und das waren Hilferufe, das waren Heulkrämpfe von Menschen, die eingekesselt waren zu der Zeit in Shingal. Der Islamische Staat massakriert im Irak Jesiden, die nicht zum Islam konvertieren wollen. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht. Düzen Tekal fährt jetzt erst recht in den Irak als Kriegsberichterstatterin. Ich habe mit Menschen gesprochen, die gebrochen waren. Ich habe mit kleinen Kindern gesprochen, die Vollwaisen geworden sind. Ich habe mit Müttern gesprochen, die ihre Kinder zurücklassen mussten. Ich habe mit Müttern gesprochen, deren Kinder vergewaltigt und verkauft worden sind. Diese Reise hat mein ganzes Leben und meine Sicht auf das Leben verändert. Sie will die Welt wachrütteln und dokumentiert den Genozid an ihrem Volk in einem Film. Besonders das Schicksal der Frauen, die vom IS versklavt wurden, lässt sie nicht mehr los. Wie das von Nadja Murat. Wollen wir lieber reingehen? Ein dicker, ungepflegter Mann hat mir in die Augen gesehen und gesagt, dieses Mädchen muss es sein. Ich wollte lieber sterben, als mitzugehen. Nadja Murat konnte später entkommen. Zusammen mit 1000 Jesidinnen durfte sie nach Deutschland reisen, um hier psychologisch betreut zu werden. Im September 2016 wurde sie mit einer bewegenden Rede vor den Vereinten Nationen weltweit